lassen Sie das Salz weg, plötzlich verschwinden auch diese Ödeme. Ah, guter Hinweis. Prima. Bis hierhin erstmal vielen Dank. Wir kommen jetzt mal, wie angekündigt, zu den Folgen von Salzmangel. Denn auch die können wirklich sehr gefährlich sein. Verwirrtheitszustände, Gangunsicherheit, Schwindel. Probleme, die bei älteren Menschen vielfältige Ursachen haben können. Woran viel zu selten gedacht wird, dem Körper fehlt Salz. Und das kommt tatsächlich bei 20% der hospitalisierten Patienten vor, sodass wir hier doch schon von einem wirklich schwerwiegenden Problem reden, weil wir auch wissen, dass die Hyponatremie nicht adäquat diagnostiziert und behandelt wird. Eine Hyponatriämie, ein Salzmangel im Körper, führt dazu, dass Signale zwischen den Nervenzellen nicht weitergeleitet werden. Deshalb kommt es oft zu Übelkeit oder neurologischen Problemen. Das kann bis hin zum Koma führen. Die Hyponatremie ist ein Problem, was alle Altersgruppen betreffen kann. Aber bei alten Menschen trifft das häufiger auf. Das liegt einfach daran, weil alte Menschen mehr Medikamente nehmen, mehr Erkrankungen haben und auch zum Beispiel weniger essen. Und auch eine salzarme Ernährung kann zu einer Hyponatremie führen. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man das gut austariert. Bei Gerhard Dinse kamen verschiedene Ursachen zusammen. Sein Herz und seine Nieren sind nicht mehr gesund. Deshalb nimmt er viele Medikamente. Als er auch noch eine Blasenentzündung bekommt, sinkt sein Natriumwert im Blut dramatisch. Der war dann so weit runter, dass ich also eben starke Schwindelgefühle hatte. Also war mir, ich sag immer, düsig dazu. Mir war laufend düsig im Kopf und ich hatte Schwierigkeiten dann mit dem Laufen überhaupt. Ich glaube, ich hatte eine Nacht dann Halluzination. Das war also kein Traum, sondern ich bin dann wach geworden und das ging nicht weg im Kopf. Gerhard Dinse wurde im Krankenhaus mit Salzinfusionen behandelt, denn sein Natriumwert war mit 114 Millimol pro Liter dramatisch niedrig. Normal ist ein Wert von 135. Seitdem ist der 88-Jährige regelmäßig bei seinem Kardiologen zur Kontrolle. Herr Dinse, wie geht's Ihnen? Mir geht's also gut. Vor allen Dingen ist die Probleme mit dem Schwindel, das Düsigsein, das hat sich wesentlich gebessert. Sie sehen deutlich besser aus und ich finde auch, Sie laufen sicherer. Zur Bestimmung des Natriumwertes wird dem 88-Jährigen heute noch einmal Blut abgenommen. Außerdem will Dr. Sonntag wissen, wie sich die Hyponatriämie auf das Herz von Gerhard Dinse ausgewirkt hat. Deshalb wird ein EKG geschrieben und das Herz per Ultraschall untersucht. Zusätzlich schaut der Arzt, ob sich im Körper von Herrn Dinse Wasser eingelagert hat. Also er ist weder über- noch unterwässert. Und wir sehen im Ultraschall ein gut entlastetes Herz. Das Herz ist mit Sicherheit nicht volumenbelastet. Wir haben im Ultraschall weder in der Brusthöhle noch im Herzbeutel irgendeine Flüssigkeitsansammlung. Ein wichtiges Ergebnis, denn das würde auf einen Überschuss an Wasser im Körper hinweisen. Dieses zu viel an Wasser ist nämlich oft die eigentliche Ursache einer Hyponatriämie. Ein echter Salzmangel ist tatsächlich die Ausnahme. Und was wir sehr viel häufiger haben, das ist, dass die Natriumlösung Blut quasi durch Wasser verdünnt wurde. Ja, dann erscheint die Natriumkonzentration erniedrigt, aber die Gesamtmenge an Natrium, die ist normal oder sogar hoch. Bislang hat Herr Dinse immer noch Kochsalztabletten genommen, die braucht er nun nicht mehr. Und auch was seine Ernährung angeht, sollte er mit dem Salzstreuer nicht allzu leichtsinnig sein. Es geht mir nicht darum, dass Sie jetzt in eine salzarme Diät verfallen, das ist nicht notwendig. Aber Sie sollten auch nicht bewusst Salz zu sich nehmen. Sie haben auch andere Erkrankungen und wie immer im Leben braucht es einen Kompromiss zwischen den verschiedenen Erkrankungen. Auch im evangelischen Geriatriezentrum wird genau hingeschaut, ob Patienten eine Hyponatriämie entwickeln, um rechtzeitig gegensteuern zu können. Im Alltag mit älteren Menschen rät Dr. Aykac zu mehr Aufmerksamkeit.
Die Angehörigen sollten ihre Anvertrauten gut kennen und bei Auffälligkeiten wie Übelkeit oder eben auch kognitiven Defiziten, die neu auftreten oder vielleicht auch mehr werden, einfach mal eine Laborkontrolle zu machen und nicht gleich irgendwie an eine Demenz zu denken zum Beispiel. Oder zu sagen, naja, ist alterstypisch. Ja, Professor Van der Giet, eben haben wir darüber gesprochen.